Amnesia, a machine for pigs. Dies ist der zweite Teil zu dem Spiel Amnesia The Dark Descent und hat eine ganz, ganz wichtige Änderung, die wir gleich vorwegnehmen wollen. Nämlich ist das Spiel nicht mehr von Frictional Games. Warum ich das jetzt so 100.000 Mal betont habe, das nicht, ist total wichtig für das Fazit des Spiels, aber das werde ich dort dann erwähnen. Amnesia, A Machine for Pigs, ist im Kern natürlich wieder ein Horrorspiel, so wie Amnesia The Dark Descent auch, kann aber im Gegensatz zu Dark Descent bei weitem nicht an den Erfolg anknüpfen, den der erste Teil von Amnesia hatte. Dieses hat sich damals nicht nur in den Reviews der Spielemagazine gezeigt, sondern auch in den Verkaufszahlen. Warum, wieso, weshalb, das versuche ich euch jetzt hier einmal etwas näher darzulegen. Ähnlich wie Teil 1 können wir hier die Geschichte natürlich nicht vorwegnehmen. Wir können sie nur ein wenig anreißen, denn die Geschichte ist tatsächlich das, was den zweiten Teil von Amnesia, also hier dieses Spiel Amnesia A Machine for Pigs, am meisten trägt. Die Geschichte ist hier noch ich würde sagen, tausendmal wichtiger als bei Teil 1. Und dieses tausendmal habe ich auch mit Absicht so gesagt. Nicht nur hundertmal wichtiger, sondern tausendmal wichtiger als in Teil 1. Ich würde das mal ganz kurz so vorsichtig umreißen wollen. Ein Familienvater wacht auf, stellt fest, dass er natürlich seine Erinnerung verloren hat, dass er Witwer ist, dass seine Kinder vor ihm weglaufen oder vielleicht bildet er sich auch nur ein, dass sie vor ihm weglaufen. Zumindest sieht er seine Kinder vor ihm weglaufen und generell findet er sie nicht. Er ist in einer riesigen Wohnung, in einer riesigen Villa und nirgendwo sind seine beiden Kinder. Er begibt sich also auf die Suche nach seinen Kindern, wird dabei mit komischen Telefonanrufen konfrontiert, steigt in die Tiefen des Hauses hinab, auch in seine Schlachterei. Und was ihm dort widerfährt, das müsst ihr selbst herausfinden. Das Gameplay von Amnesia A Machine for Pigs ist tatsächlich, ich würde sagen, 100% so wie in Amnesia The Dark Descent, also in Amnesia Teil 1. Ihr steuert mit der Maus quasi die Figur ein bisschen realistischer. Das bedeutet, mit WASD lauft ihr und bewegt ihr euch, mit Shift könnt ihr sprinten. Wenn ihr aber Gegenstände in der Welt anfassen wollt oder Türen öffnen oder schließen wollt, ist das alles ein wenig mit Physik verbunden. Ihr müsst also den Mauszeiger auf die Tür halten, den Mauszeiger anklicken und wenn ihr die Tür dann nach vorne aufmachen wollt, müsst ihr die Maus auch nach vorne schieben. Möchtet ihr die Maus zu euch in den Raum hinein öffnen, müsst ihr die Maus auch auf euch zuziehen, sodass man dort tatsächlich ein bisschen mehr das Gefühl bekommt, wirklich Teil der Welt zu sein. Im Gegensatz zu Teil 1 gibt es hier in Teil 2 einen deutlich stärkeren Fokus auf die Geschichte. Ihr solltet also die Tagebuchhinweise, die ihr findet, die Papierschnipsel, noch deutlicher untersuchen und noch deutlicher lesen als in Teil 1. Ebenfalls gibt es hier mehr Rätsel zu lösen als in Teil 1. Die Rätsel in Teil 1 waren generell ja ziemlich einfach. Hier in Teil 2 sind sie eigentlich genauso einfach, teilweise sogar einfacher, aber es gibt doch mehr Schalter- und Logikrätsel zu lösen. Die sind zwar nicht besonders schwer, aber von der Anzahl her sind sie stärker verteilt. Genau wie in Teil 1 habt ihr hier in Amnesia A Machine for Pigs keine Waffen. Das heißt, falls ihr irgendwie angegriffen werden solltet, Klammer auf, ob das passiert, können wir euch natürlich nicht verraten, Klammer zu, könnt ihr euch nicht verteidigen. Es gilt also hier wegzulaufen, den Gegner zu umgehen oder euch zu verstecken, bis der Gegner nicht mehr nach euch sucht. Die Engine ist, würde ich sagen, ziemlich genau dieselbe wie in Teil 1 auch. Hier und da gibt es ein paar Verbesserungen, das Spiel sieht ein bisschen besser aus, aber an sich dürfte hier wahrscheinlich die exakt selbe Engine genommen sein, die einfach ein bisschen gepimpt wurde, ein bisschen aufgewertet wurde. Das Spiel sieht dadurch auch für heutige Verhältnisse immer noch toll aus, was oft schwierig zu erkennen ist. Was an der einen Seite daran liegt, dass die Umgebungen sehr, sehr dunkel gehalten sind, wie man es von so einem Horrorspiel ja eigentlich auch erwartet. Auf der anderen Seite aber auch, da ein großer Teil des Spiels in der
ja, ich sag mal, in der Schlachterei und in diesen anliegenden Hallen der Schlachterei spielt, ist es alles sehr kalt, sehr mechanisch. Dadurch verliert das doch deutlich an Atmosphäre. Das Spiel beginnt in der alten Villa, die fantastisch aussieht, die auch wirklich eine ganz tolle Atmosphäre liefert. Wenn aber das Spiel nachher in die Schlachterei abtaucht, dann wird es doch alles sehr kühl, sehr kalt und man verliert ein bisschen das Gefühl, ja, das Gefühl von Schönheit, so will ich es mal sagen. Die Engine könnte dieses Gefühl erschaffen, wie er am Anfang des Spiels gezeigt wird, aber dadurch, dass dann die Grafik nachlässt, ja, ist sie auch nicht mehr so begeisternd. Die Soundkulisse ist gut gelungen, gut geraten. Das alles im 5.1 Sound, wenn man denn möchte. Das würde ich auch jedem empfehlen. Denn wenn man dann dieses Knarzen und Knirschen und Atmen und sonstiges von überall hört und sogar genau verorten kann, von wo es kommt, ist das schon ein sehr, sehr tolles Gefühl. Kommen wir zum Fazit von Amnesia: A Machine for Pigs. Und da möchte ich jetzt auch dann den Klammergriff zurück zum Anfang finden. Warum ist es so unglaublich wichtig zu erwähnen, dass dieses Amnesia, Amnesia Teil 2, nicht mehr von den Leuten ist, die Amnesia The Dark Descent, Amnesia Teil 1 gemacht haben? Nochmal zur Erinnerung, Amnesia The Dark Descent, gleich Frictional Games, gleich super duper geiles Spiel. Amnesia, A Machine for Pigs, gleich The Chinese Room, gleich ziemlich schwaches Spiel. Obwohl sich da die Geister ein wenig streiten. Warum, wieso, weshalb möchte ich hier jetzt dann doch sagen? Und da muss ich ein bisschen spoilern. Wenn ihr euch also nicht spoilern lassen wollt, dann solltet ihr jetzt besser hier abschalten. The Chinese Room sind manchen von euch vielleicht bekannt für das Spiel Dear Esther. Dear Esther, das Let's Play gibt es auch übrigens hier auf dem Kanal. Dear Esther gilt so als Kleinod der Indie-Spielebranche, als Kleinod der Computerspielebranche und ist quasi ein interaktiver Roman, eine interaktive Erzählung, die sich jedes Mal ändert, wenn ihr das Spiel neu spielt. Dear Esther spielt mit euren Emotionen am Anfang, da man denkt, es ist ein Horrorspiel. Es ist aber gar kein Horrorspiel, sondern es wird einfach eine Story erzählt. Und die Story ist der Hauptpunkt von Dear Esther. Das Hauptgeschehen und überhaupt quasi viel wichtiger als die Grafik und die Soundkulisse drumherum. Einen ähnlichen Versuch haben The Chinese Room auch für Amnesia: A Machine for Pigs aufgezogen. Die Story, die sich hier entwickelt, die Tagebucheinträge, die Telefonate, die ihr führt, Briefe, die ihr findet, die Zwischensequenzen, die ihr seht, all das ist unglaublich verworren und soll spannend sein, soll interessant sein, soll dazu einladen, drüber nachzudenken, über das große Ganze und eventuell auch zum erneuten Spielen anregen. Hier allerdings versagt The Chinese Room, meiner Meinung nach, auf kompletter Länge. Denn das, was einem hier dargeboten wird an Geschichte, ist nicht nur verworren. Verworren wäre ja gut. Nein, es ist einfach komplett unsinnig. Und das ist natürlich dann nicht mehr gut. Jeder von uns könnte sich hinsetzen, könnte irgendwelche Textzeilen schreiben, die komplett keinen Sinn ergeben. Wirklich gar nicht. Und könnte das dann als super intelligente Idee verkaufen. De facto ist es das aber nicht. Die Geschichte und alles, was einem hier in Text oder auch in Sprachform in Amnesia: A Machine for Pigs begegnet, ist einfach kompletter Schwachsinn und verliert dadurch den Zuschauer auch super, super schnell. Die Geschichte, die eigentlich das Spiel tragen soll, nervt. Uns ist es zumindest so gegangen, dass wir nachher die Geschichte gar nicht mehr gelesen haben. Es hat uns auch einfach nicht mehr interessiert, weil es einfach überhaupt keinen Sinn gegeben hat. Dadurch blieb dann nur das nackte Spiel übrig, was ohne die Geschichte aber nicht funktioniert, da man hier merkt, dass The Chinese Room eben als klassische Spieleentwickler viel zu wenig Erfahrung haben. The Chinese Room sind wahrscheinlich gute Geschichtenerzähler oder gute experimentelle Programmierer, die das Ganze versuchen, auf einer neuen Ebene zu hieven, das Spieldesign. Aber wenn dann die neue Ebene überhaupt nicht funktioniert und nur dieses Gerüst eines Spiels übrig bleibt, kann das Spiel nur versagen. Da auch in Amnesia Teil 2, genau wie in Teil 1, man sehr schnell mitbekommt, dass man sich zwar gegen die Monster nicht verteidigen kann, allerdings, wenn man stirbt, auch nichts Schlimmes passiert, sondern einfach irgendwo wieder spawnt, ohne dass irgendwie man Verluste hat. Dann ist der Reiz dabei, die Gegner zu umgehen, plötzlich vollkommen weg. Das Einzige, was man macht, ist,
Man nimmt die Gegner zwar wahr, man versucht ihnen auszuweichen oder versucht davon zu laufen, man hat aber keine Angst mehr vor ihnen. Denn wenn man halt getötet wird, so what? Dann spawnt man halt wieder und macht das Ganze nochmal. Das, was gruselig sein soll, ist dadurch nicht gruselig. Das, was Angst und Atmosphäre schaffen soll, wird dadurch nicht erreicht. Die Geschichte, die das Spiel tragen soll, nervt. Was bleibt denn dann zum Schluss noch übrig? In meinen Augen ein ziemlich misslungenes Spiel. Leider. Ihr werdet das auch merken, wenn ihr unser Let's Play seht, dass sowohl Nashira als auch ich überhaupt nicht begeistert sind und nur darauf gewartet haben, endlich das Spiel durchspielen zu können. Endlich das Spiel durchzuhaben, weil es hat uns überhaupt nicht gefesselt, überhaupt nicht gepackt. Die Hauptmeinung der Computerspieler da draußen ist deswegen auch, dass Amnesia: A Machine for Pigs ein ziemlich schlechtes Spiel ist. Das heißt, die meisten Leute da draußen schließen sich unserer Meinung an. Es gibt ein paar Hardcore-Fans, die sagen, das Spiel kann man nur verstehen, wenn man wirklich die Geschichte liest. Nun, wir haben versucht, die Geschichte zu lesen. Wir haben es wirklich versucht. Aber sie war so schlecht und so schwachsinnig, dass wir aufgegeben haben. Von daher, ja, wie immer muss sich jeder selbst sein eigenes Bild von einem Computerspiel machen. Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen von euch, der eventuell dieses Spiel genauso klasse findet wie Amnesia Teil 1. Wir allerdings können uns das nicht vorstellen und waren wirklich froh, als wir das Spiel dann endlich durch hatten.